Aber gut, was mich interessiert, wir sind auf eBay. Ne? eBay, Seite des Vertrauens, aber viele haben mir auch ebenfalls in die Kommentare geschrieben, dass ich mir mal Amazon angucken soll. Also, dass wir dort mal reinschauen sollen, was man dort für Angebote machen kann oder was man dort für Risiken hat, wenn man dort was kauft. Weil wenn man jetzt hier eingibt, Pokémon Booster, schauen wir mal, was haben wir hier? Wir haben hier zum Beispiel Kanto Miniboxen. Oh, wir haben ja auch McDonald's Packs, die jetzt angeboten werden, ne? Und da ist es zum Beispiel eine Sache, die ich euch sagen kann, kauft hier keine McDonald's Packs. Weil das Ding ist, ihr seht schon, hier ist kein Kleber mehr drauf und die Packs werden durchleuchtet worden sein. Das heißt, es ist halt auch wie auf eBay jemand, der das anbietet und ihr werdet hier nur die Karten finden, die derjenige nicht gebraucht hat. Das ist das Ding, also kauft dort keine Packs. Ich habe es auch schon mal im Video gesagt, die Packs können durchleuchtet werden. Und sind in dem Sinne höchstwahrscheinlich ohne Pikachu und ohne Glumanda, was die größten Hits sind in dem Sinne. Also da auf jeden Fall, egal wo, nicht zuschlagen. Was haben wir sonst hier? Wir haben hier Clash der Rebellen, ein Booster für 11 Euro, 5 Booster, ist auch viel zu teuer, aber wie gesagt, gerade sind alle Preise teuer. Das ist vielleicht okay, sage ich mal, 32 Euro für eine Maritilit-Box, wo zweimal Farmshock dabei ist. Simsala-Box für 33, Glänzendes Schicksal, eine, das ist eine leere Dose, eine normale Dose, ne? Eine normale Dose für 22 ist, finde ich jetzt auch jetzt, sind zwei Booster drin, ein Booster kostet dann 10 Euro, aber es ist eines der gehyptesten Sets überhaupt, ne? Da immer ganz wichtig, guckt euch immer die Beschreibung durch, ne? Also was hier drin steht, was da steht und ganz wichtig ist auch die Rezension im Endeffekt, die der Kunde hat, zum Beispiel hat der hier gar keine Rezension. Was kein gutes Zeichen ist, weil es kann auch sein, dass ihr dann eine Box bekommt, die dann auf einmal eine Mini-Dose ist, aber dann vielleicht leer. Kann halt sein. Ne? Also ich weiß nicht, ob hier original verpackt irgendwo steht oder sowas. Da müsst ihr immer drauf aufpassen. Ich habe auf Amazon tatsächlich auch schon mehrere schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich da mal Boxen gekauft habe, die halt nicht das Foto hier waren, sondern andere Blister oder sowas. Oder dass die Blister dann halt vermutlich schon mal offen waren oder ähnliches. Also da immer aufpassen. Aber klar gibt es natürlich auch Trusted Seller und gute Angebote, die man sich auf jeden Fall mal reinziehen muss. Ganz klare Sache halt, ne? Also, da will ich auch nicht alles über einen Kamm scheren. Aber man sieht ja auch immer bei vorgeschlagenen Sachen vielleicht ab und zu mal ganz gute Sachen. Und ich sehe oder finde manchmal auch tatsächlich ganz gute Sachen. Aber da immer drauf achten halt, ne? Da immer, immer drauf achten. Ich habe euch zum Beispiel auch schon des Öfteren, zum Beispiel dieses Deck hier, das gab es auf Amazon tatsächlich eine lange Zeit für 20 Euro. Jetzt ist es bei 70, weil das Glurak jetzt wohl jeder entdeckt hat. Aber das Deck, das war lange, lange Zeit hier für sehr, sehr wenig Geld drin. Da hätte man auf jeden Fall einen Snack machen können. Gucken wir sonst was. Ist hier noch gerade okay vom Pricing her? Also, gerade sind halt alle Pokémon-Artikel mega teuer. Wahrscheinlich ist der V war auch eine Langzeit hier drin für 60, 70 Euro. Nachdem ich einen Reflink euch gegeben habe aus meinem Video, war das Ding dann auch wahrscheinlich instant ausverkauft. Aber ihr seht schon, die meisten Packs sind ja einfach viel zu teuer. Auch für Covid-19-Zeiten jetzt gerade. Kann man auf jeden Fall mal machen, wenn man möchte, sage ich mal an der Stelle. Wo kaufst du Packs? Ich kaufe Packs überall so ein bisschen, wie ich Bock habe. Wo ich Bock habe. Mal auf Amazon, mal dort, mal hier, mal dort. Überall. Wie gesagt, man muss alle Sachen so ein bisschen abchecken. Hier zum Beispiel, man kann hier raufklicken, kann da mal ein Angebot finden. Man kann darauf klicken, mal ein Angebot finden. Hier kostet zum Beispiel eine Tin 77, aber ihr werdet hier noch Tins, glaube ich, für günstiger finden. Wenn wir uns das angucken. Hier, 69. Ich weiß nicht, wie teuer die Tins zurzeit sind. Ich glaube, auf Card Market kriegt ihr die tatsächlich noch günstiger. Wenn wir uns das hier angucken, hier kostet die 69. Trimax erzählt in seinen Videos immer, dass die 90 wert sind. Ich weiß nicht, wo der die kauft, aber das ist auf jeden Fall ein guter Preis. Hier haben wir zum Beispiel, sind das alle drei? Hier haben wir zum Beispiel Pokémon Dreier-Set verborgenes Schicksal Englisch mit Spielmatte für 170. Wenn wir 170 durch 3 teilen, dann kostet eine 56,6. Das heißt, du bist hier bei einem besseren Angebot tatsächlich als bei einer Einzelbox. Also das ist, finde ich, tatsächlich ein sehr, sehr guter Preis für die Boxen. Wir gucken auf die Bewertung aber vorher. Und dann gucken wir. Ja, hat 5 Sterne und auch einen Stern mal. Dann gucken wir uns das mal an. Was war hier? Für mich sehen die Boxen nicht so aus, als wenn sie original verpackt sind. Die sehen original verpackt aus, aber ganz wichtig ist, dass man das hier abziehen kann tatsächlich. Naja, das ist das Problem bei den neuen Sachen. Da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Das Ding ist, es ist eigentlich bei den Boxen egal. Du kannst die Packs halt wiegen, aber du hast die Shiny-Karten immer auf dem Reverse-Slot. Von daher kann man diese Packs eigentlich nicht wiegen. Wenn die Booster-Temper zielt sind, sollte eigentlich alles kein Problem sein, sage ich mal. Wie gesagt, das ist halt ein neues Seeding, was halt jetzt rauskommt. Also es sollte eigentlich, ist keine Red Flag, würde ich an der Stelle sagen. Hier war zuerst skeptisch wegen der Folie, doch die Packs, einwandfreier Zustand und ich habe auch gute Karten gezogen. Guck, das ist zum Beispiel was Nices. Ihr müsst dann halt selber entscheiden, zum Beispiel, das hier sieht sehr, sehr weird aus und das ist halt wichtig zu wissen oder was man halt auch bekommt dann im Endeffekt. Hier ist zum Beispiel noch was, was Schlechtes. Boxen wurde neu verschweißt und somit nicht mehr OVP. Keine Empfehlung. Also da hier Produkte bereits geöffnet und nicht original verpackt. Also hier merkt ihr schon, hier sind mehrere fehlende Matte und nicht OVP. Also da merkt ihr schon, okay, das scheint nicht so trusted zu sein. Aber wenn man sich nur die ersten Sachen anguckt, denkt man, okay, das sieht gut
gut aus, sieht gut aus. Ja, vielleicht hat der nicht so die Erfahrung. Aber hier steht dann mehr dann drin, ne? Also, dass die Leute überhaupt nicht zufrieden sind. Aber wie gesagt, gerade bei dem Set ist es halt so, dass die besten Karten auf dem Reverse-Slot sind. Und selbst wenn die Boxen geöffnet worden sind, du kannst die Shinies nicht wiegen. Das ist das Ding. Du kannst sie nicht wiegen. Also, da muss man immer aufpassen. Da würde ich halt auch immer eine Trusted Source in dem Sinne wählen. Und das Problem ist halt leider bei den neuen Seals, dass die halt nur hier verschweißt. Und dann kann man halt das, wie gesagt, leicht nach oben ziehen einfach. Ein bisschen problematisch ist. Hin fällt's! Elite Trainerbox für 124, das ist tatsächlich auch ein sehr guter Preis, wenn man das so sieht, finde ich. Also dafür, dass du 10 Booster von dem gehyptesten Set überhaupt bekommst und eine 30-Euro-Promokarte fast. Schauen wir mal, was ist denn da? Wrong oder nicht wrong? Hier auch ein paar negative, ein paar gute. Betrug, die komplette Box war bereits geöffnet. Das ist das Ding. Also wie es aussieht, ist das jemand, der Leute scammt. Das sieht nicht so gut aus. Also die Boxen von Hidden Fates haben alle schlechtes Ceiling. Aber müssen wir halt sehen, was dann für Hitze drin sind. Hier ist auch wieder jemand für 200 Euro gekauft. Ein Witz, so enttäuscht. 2 Booster mal Karten umgedreht und die Booster wurden wieder zusammengeschweißt. Also ihr seht schon, ja, also ihr könnt auf Amazon tatsächlich auch schlechte Erfahrungen machen. Auch wenn es am Anfang gut aussieht, preislich. Und man denkt sich so, geil, das sind echt gute Preise. Da hat mich sogar ein Abonnent drauf angeschrieben und sagte so, yo, ich habe auf eBay Kleinanzeigen auch so etwas gesehen. Der hat auf eBay Kleinanzeigen eine Anzeige gesehen, wo drin stand, yo, 70 Euro für eine Hidden Fates Box. Da denkst du dir als erstes, okay, das ist sehr, sehr krass. Und dann hat er bemerkt, okay, derjenige will nur per PayPal zahlen und dann auch nur über Freunde und Verwandte. Das heißt, wo du halt keinen Käuferschutz hast. Und da fängt es halt an, wo man nachdenken sollte. Gerade Seiten wie eBay Kleinanzeigen haben inzwischen sogar eine eingebaute Käuferschutzfunktion, wo du dann 3, 4 Euro zahlst oder sowas. Und dann hast du halt den Käuferschutz, dass du dein Geld wieder bekommst, weil du gescampt bist, weil das halt ganz wichtig ist. Und wenn du über Freunde und Familie irgendwie was kaufst, was halt nicht gemacht werden sollte, dafür gibt es diese Funktion halt, dass du normal kaufen kannst mit Käuferschutz. Mach das nicht. Macht es nicht. Ihr werdet am Endeffekt nur verarscht, rennt hinter eurem Geld her und habt mehr Arbeit als Spaß, auch wenn ihr denkt, vielleicht mache ich ein Schnäppchen. Deswegen immer alles hinterfragen. Haben die Leute ein Impressum? Ist da ein Käuferschutz vorhanden? Das sind die wichtigsten Punkte, wenn ihr irgendwo was kaufen sollt. Ganz wichtig. Was haben wir hier? Oh, hier ist zum Beispiel ein Video. Da hätte ich Bock drauf. Okay, der Rapper ist falsch. Da seht ihr schon, die wurden falsch verschweißt. Die Rapper von so einer ETB sind ja eng anliegend, haben hier eine Schweißnaht, haben hier eine Schweißnaht. Du kannst das Ziel tatsächlich erfüllen. Du weißt ganz genau, wie sich so ein Ziel anfühlen soll. Und wenn er das schon zeigt, dass das ein Ziel ist, was, ich sag mal, einen schlechten Ersteindruck erstmal macht, weil es sehr fest ist, fast wie eine Plastiktüte, dann ist es auf jeden Fall Red Flag. Das ist gar nicht gut. Okay, jetzt macht er das mal auf. Allein daran merkt ihr schon, wo ihr kaufen könnt und wo nicht. Und das sieht nicht gut aus dann. Sind die geöffnet? Die sind alle geöffnet. Geil. Also das sind da einfach Karten drin, die halt nicht zum Set dazugehören und keine Booster. Wie gesagt, der Dude hat das hier auf Amazon gekauft. Und du kannst tatsächlich Amazon in solchen Fällen anschreiben und kriegst dein Geld wieder halt, ne? Aber das Ding ist halt auch, was man auch beachten muss. Dieser Kauf wurde getätigt am 3. Februar 2020. Das Ding ist, dass viele Leute über diesen Artikel die Sachen einreichen können. Zum Beispiel, man sieht hier neu 15. Man sieht hier viele Leute, die das hier anbieten. Ne? Sehr, sehr viele. Da muss man halt gucken, welchen Verkäufer man dann wählt im Endeffekt. Und welcher dann halt auch derjenige ist, den man dann halt nimmt. Weil es ist nicht so, dass du das kaufst. Dann ist es im Endeffekt der Erste, der halt gefunden wird. Also der Erste, der hier gelistet ist. Und hier sind noch viele andere, die man ebenfalls abchecken kann. Und da müsst ihr halt immer gucken, sind positive Bewertungen dabei. Hier sind auch einige Leute ohne gute Bewertung dabei oder mit schlechteren Bewertungen. Da ist es immer wichtig, dass ihr da immer am Start sein und euch das immer durchliest. Es ist immer wichtig, gerade wenn ihr für viel Geld was kaufen solltet, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Das sollte, glaube ich, klar sein. Der günstige Verkäufer ist aber safe. Das kann auf jeden Fall sein. Ich glaube dem ja auch. Aber das Ding ist, die Leute schreiben Rezensionen ja über alle Verkäufer auf dieser Seite, nicht nur über einen. Deswegen müsst ihr dann halt schauen, was dieser Verkäufer anbietet und was bisher seine Feedbacks waren. Weil diese Feedbacks hier unten zählen zu den Artikeln Elite Trainerbox Shining Fates oder Shining Legends oder wie heißt das jetzt hier? Hidden Fates ist es. Und nicht zu dem Verkäufer. Also da immer aufpassen, wie ihr was kauft. Aber das sind die Sachen, die ich euch nur empfehlen kann und aus meiner Erfahrung mitgeben kann. Es gibt viele Leute, die auf Amazon trusted sind. Ich habe schon super oft auf Amazon mir irgendwelche Bags gekauft und bin damit auch immer gut gefahren. Bewertung kann man nicht faken. Du kannst Bewertung bestimmt faken, aber ich weiß nicht, ob sich jemand die Mühe macht. Kann sein. Aber gerade schlechte Bewertung willst du, glaube ich, nicht faken. Aber sonst, was findest du sonst auf Amazon? Ne? Pokémon-Karten. Pokémon-Karten kannst du eingeben, findest hier ein paar Binder, ein paar Boxen. Hier ist zum Beispiel so eine XY-Box. Hat jetzt nicht so die beste Bewertung, wie wir sehen. Was haben wir sonst hier noch? Ultra Prisma hier ist auch nicht so. Das ist zum Beispiel 99 Euro für eine Shining Fates Box. Hört sich nach einem, in Anführungsstrichen, okayen Preis an. Hier auch eine, das ist zum Beispiel auch ein guter Preis, aber das, ihr seht schon, was hier ist. Was haben wir hier? Teneberes Embareses. Das ist irgendeine französische Box oder sowas wahrscheinlich. Ja, ja. Also falls ihr französische Booster haben wollt, wo das Stück 1, wo ein Booster ungefähr 5,50 Euro kostet, könnt ihr da auch gerne zuschlagen.
Gar kein Problem. Ist auch möglich. Hier zum Beispiel so eine Gala Lasho King Box. Gala Lamus, ist das eine deutsche Box? Da müsst ihr auch immer, aber vom Preislichen her sieht das erstmal gut aus, ne, wenn ihr euch überlegt. 27 Euro, das ist eigentlich fast der Originalpreis. Sprache Deutsch, das heißt, ihr kriegt eine deutsche Box, was sehr gut ist. Gucken wir uns die Bewertung an, 100% positiv. Also bisher sieht das alles ganz gut aus. Aber wie gesagt, wenn euch irgendwas passieren sollte, könnt ihr da immer den Support anschreiben. Ganz, ganz wichtig. Was haben wir sonst hier? Binder findet ihr dort. Ja, auch, das ist eine französische Box von Champions Path. Die sind auch günstig. In Frankreich werden wohl die Karten nicht so gerne geholt. Also wenn die Sprache egal ist, wenn du Packs öffnen möchtest, kann die auch für günstiger holen. Aber ich würde lieber Deutsch oder Englisch da empfehlen. Definitiv, weil das Sprachen sind, die wir hier haben. Und die auch mit Englisch in aller Welt bekannt sind. Französisch, sehr gimmicky. Also ich finde, Japanisch ist halt noch eine andere Sache, weil Japanisch ist halt so, da kommt die Pokémon-Karten her. Daher finde ich die Sprache voll okay. Also wie gesagt, Amazon ist nicht die beste Anlaufstelle. Ihr seht schon, das Feed ist halt overpriced, weil es halt eine Seite ist, die jeder erreichen kann. Aber ab und zu findet man hier, wie gesagt, ein paar Schnäppchen. Das kann man an der Stelle sagen. Man muss halt einfach mal daily durchgrinden. Daily durchgrinden, was ihr mal findet. Einfach Suchbegriffe ändern, Pokémon-Karten, Pokémon-Booster, Pokémon-TCG, Pokémon-Displays. Ich habe auch schon gesehen, so eine Sache, auch sehr interessant fand. Zeige ich euch mal. Sowas hier. 100 gemischte Pokémon-Karten. Ja, man sieht hier nur Karten aus der ersten Generation drauf. Da sagt man sich, Alter, wenn die in einer guten Qualität sind, PSA 10, habe ich ja mega Money gemacht. Ne? Gar keine Frage. Was sehen wir denn hier? Artikelgewicht 200 Gramm. Sprache sehen wir hier tatsächlich nicht, glaube ich gerade. Okay, Anzahl der Spieler 2, das ist normal. Und dann sehen wir hier, ich habe ein, zwei doppelte Karten in meiner Bestellung gehabt. Das ist zum Beispiel gar nicht geil, wenn wir das so sehen. Sind die Karten tatsächlich alle auf Deutsch und bekommt man wirklich nur verschiedene? Also jetzt 21 doppelte Karten gehabt. Also vielleicht nur Energiekarten oder sowas. Das ist halt krank. Also da merkt ihr schon, ne? Anstatt hier Kundenfragen sowas, das ist immer sehr, sehr geil tatsächlich bei Amazon. Und halt auch hier sowas, ne? Kundenbilder oder sowas, was dazu kam, wenn wir das hier angucken. Das sind Karten aus den neuen Sets. Es ist eine Frechheit. Es wird mit alten Karten geworben auf den Bildern, sind aber die neuesten Karten aus 2020 drin. Keine speziellen Holo-Karten dabei gewesen. Für das Geld bekommt ihr wesentlich bessere. Nie wieder. Und ich glaube, das wird bei jedem so sein halt, ne? Ja, sind. Ich dachte nicht, dass die Karten gut sein werden. Top-Kartenzustand. Das ist das Problem halt, ne? Du kannst halt auch nicht, wenn hier. Ich stell dir mal vor, ich kaufe jetzt 100 Packs. Ich kaufe jetzt hier 100 Stück. Dann bin ich bei 2.999 Euro und müsste dann ja eigentlich meine 1000, ne, nicht 1000, 10.000 gemischte Karten aus der ersten Generation haben und ein Gratis-Booster ist dabei. Aber ja, das ist halt das Problem, ne? Wenn du so ein Bild machst, dann musst du halt auch damit rechnen, dass die Leute sowas erwarten. Ist ja auch nicht, dass du sagst, ich verkaufe Lamborghini, hast dann den fettesten Lamborghini dann da stehen. Und dann kriegst du ein Plastikauto, was Lamborghini ist. Also what the fuck. Mit dem Backlash muss man halt leider leben. Das ist das Problem bei solchen Anzeigen. Wie gesagt, ich will hier niemanden shit-talken, aber das ist Kritik meiner Seite halt an sowas. Wenn man halt da Packs aus den neuesten Generationen oder halt Karten reinpackt, sollte man es auch meiner Ansicht nach hier anzeigen. Oder hier schreiben, weil hier steht gemischte Karten und hier sind die Karten abgebildet. Ja, aber ich glaube, das sagt einiges über Amazon aus. Meine finale Meinung ist halt so, yo, ihr könnt da wirklich gute Karten ziehen oder beziehungsweise bekommen. Aber da ist halt das Ding halt auch, ihr müsst Glück haben, ihr müsst trusted Verkäufer haben und guckt euch alles an, um halt sicher zu gehen, dass ihr nicht gescampt werdet. Und wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ihr wisst Bescheid. Kuss, Kuss, Kuss. Wir sehen uns.